So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und ich hab's euch ja versprochen, ich werde nochmal losgehen, werde die drei Rocket-Bosse suchen und erledigen, ja. Da stehst du schon nicht mehr an der Hauptstraße, sondern stehst schon in der letzten kleinsten Sackgasse und trotzdem fahren hier die Autos durch wie sonst was, aber das ist irgendwie immer so. Wir haben zuerst Cliff hier gefunden. Ich werde direkt loslegen, wir werden Cliff machen, wir werden Alo machen, wir werden Sierra machen und vor allem möchte ich nochmal hinweisen und nochmal Danke an Xtrem sagen, was wir für eine super Map haben, ja. Die Map für Hildburghausen. Wieso kann ich da jetzt nicht drauf? Hallo. Toll. Da gehe ich halt jetzt extra nochmal drauf, und die mich jetzt plötzlich ins Nirgendwo stellt. Keine Ahnung, wieso ich jetzt hier drüben bin. So. Das zeigt mir nämlich ganz gemütlich auf der Map an, wo Cliff sitzt, wo Sierra sitzt, wo Alo sitzt. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten gehabt. Entweder hier, wo ich jetzt stehe, das Eingangstor. Ja, hier. Eingangstor mit Wappen des Herzogs oder zum Beispiel hier unten David Klatschko. Hätte ich jetzt hingehen können für Cliff. Ich bin jetzt aber hier, werde dann 6 Rüpel auf dem Weg mitnehmen, mich hier hochbewegen zu Alo, Infotafel, Stadtplan, Information, Hildburghausen und dann hier rüber gehen zur Tennis-Sportanlage, um da Sierra mitzunehmen. Die spielt wohl gerade Tennis. Das finde ich auf jeden Fall cool. Fragt mich nicht aber, was das für eine Map ist und wie ihr die benutzen könnt. Das geht nicht, außer ihr bezahlt 2,50 Euro im Monat und dann könnt ihr in Hildburghausen spielen. So, mehr war es nicht. Jetzt gehe ich also hier drauf. Wähle direkt mal den Cliff aus, ja. So, werf den Rocketradar rein. Geh wieder auf mein Team. Es ist dasselbe Team, was ich bei Giovanni habe. Das werde ich jetzt auch hier versuchen. Muss nicht heißen, dass das klappt, aber schön ist natürlich, wenn ihr... Oh. Komm, wir nehmen lieber... Ah, nee, scheiße. Jetzt ist er gleich kaputt. Wir nehmen lieber mal Lucario, um die Schilde rauszulocken, in der Hoffnung, dass das dann passt, aber... Ihr habt schon gesehen, dass Slimer einfach einen mega Schaden anrichtet und ich glaube, bis ich jetzt wieder dran bin, bin ich wahrscheinlich schon tot. Ja. Oh mein Gott, was macht der da mit mir? Dann holen wir halt das Kyogre zurück. Nur weil das ein starkes Team gegen den einen ist, heißt es ja nicht, dass das ein starkes Team gegen den zweiten ist. Das heißt, theoretisch könnt ihr hier komplett auf die Nase fallen. Ich wollte aber versuchen, eben mit diesem einen Team alle zu schaffen, ohne dass ich ständig mir was Neues überlegen muss. Ohne dass ich ständig wechseln muss, immerzu wieder andere Pokémon reigen, damit ich ein Team habe und weiß, egal wo ich bin, egal was ich mache, ich kann auf dieses vertrauen. Was ist jetzt hier überhaupt drin? Oh, guck mal, X-Bad, da wäre es ja eigentlich sinnvoller, Despo da reinzuholen, weil das ja auch trotzdem vom Typ Flug ist, glaube ich. Also ich glaube, dass es sinnvoller wäre, dass wir holen einfach mal Despo da rein und gucken, was passiert. Ja, der wirft Steine. Ihr wisst, Steine werfen auf alles, was fliegt. Ist immer eine gute Sache. Ein Schild haben wir auch noch und können dann auch gleich noch die Steinkante aufladen. In der Hoffnung, dass sie den, dass sie die auf den letzten, wer auch immer der letzte ist. Es ist, ja, was ist es denn? Despo da. Despo da gegen Despo da. Das ist natürlich gut, dass ich das Kyogre noch übrig habe. Wasser gegen Gestein, ja, wie das sehr effektiv ist. Ist also ganz angenehm, auch wenn der Start ein bisschen holprig aussah. Schaffe ich es jetzt ein bisschen aufzuholen, obwohl ich trotzdem gleich tot bin. Weiß nicht, was der da reinhaut. So wie der da auf den Boden klatscht, muss der auch Bissknirscher einfach nur haben. Ich habe natürlich nur Knirscher, ich habe keinen Biss, aber egal. Wir hauen einfach munter weiter drauf. Und versuchen jetzt mit dem Kyogre den Rest zu machen. Ja gut, doch viermal angegriffen, dann war er auch weg. Also es hat funktioniert, mit demselben Team, ohne Vorbereitung, einfach bei Cliff reinzugehen. Wir werden jetzt das Pokémon, wir gucken einfach nur, was es ist, ob es ein Shiny ist, ob es kein Shiny ist, und je nachdem, ob es ein Shiny ist oder nicht, wir werden das auf jeden Fall in der Überblendung fangen und melden uns gleich zurück, wenn wir oben bei Alo angekommen sind.
So, es ist natürlich wie immer, jetzt war ich gerade unten da, wo Alois stand, habe mich da hingestellt, habe mich gefreut, das passt super, Ablage da, alles, kannst dich hinstellen. Die ganze Zeit verfolgt mich ein Rocketballon. Ich rede noch und sag, wir können ja mal gucken, ob in dem Rocketballon auch ein Alo drin ist, dann können wir den Ballon oder den Alo machen. In dem Ballon war natürlich eine Sierra. Ich sag, nee, wir bleiben jetzt hier, machen den Alo, Sierra machen wir jetzt nicht im Ballon, Sierra lauf mal hoch zur Tennisanlage. Jetzt verfolgt mich dieser ganze Ballon, also der Ballon verfolgt mich jetzt schon stundenlang. Ich könnte jetzt also entscheiden, mache ich Sierra im Ballon, mache ich Sierra hier am Stop. Das Ding ist, es hat wieder mal nicht aufgenommen. Das heißt, ich habe jetzt Alo gemacht, bin jetzt hier hochgelaufen und habe dann nach der Aufnahme gemerkt, dass es nicht aufgenommen hat. Ich stehe also jetzt hier, das ist jetzt hier die Tennisanlage, wie man sieht. Das ist, ne, wunderbar, so muss das aussehen. Parkplatz, Dennis, da stehen die Richtlinien. Und hier will ich jetzt irgendwie versuchen, den komischen Sierra-Stop zu machen. Dafür stelle ich euch das mal hier hin, pack das mal hier drauf. Guck mal, ob das dann so passt. Ja, so wie es aussieht, passt es nicht. So. Bloß nicht dagegen kommen, sonst fällt alles runter. Wir drücken jetzt hier auf Sierra. Ich habe es eben beim Alu schon gesagt. Ich gehe einfach unvorbereitet rein mit demselben Team. Egal was die haben, egal was sie machen, einfach mit dem Team drauf. Eben hat das sogar richtig gut funktioniert. Hat mich überrascht. Das heißt, Alu bis jetzt mein Lieblingsboss. Aber kann ja sein, beim nächsten Mal hat er ja wieder andere Pokémon. Ja? Ich tue mal kurz meinen Fuß hier drauf. Nidoran. Da wäre es, glaube ich, jetzt sogar gut, mal nicht zu wechseln und einfach nur mit Kyogre anzugreifen. Obwohl, naja gut, eigentlich ist ja trotzdem Sinn und Zweck, erstmal die Schilde rauszulocken, was ich mit Lucario ganz gut gemacht hätte. Weil der wehrt ja jetzt eh alles ab und irgendwie ist der nur vom Gift, nur vom Typ Gift, nicht vom Boden. Das ist erst später. Wir hauen jetzt hier mal drauf, Wasser und Psycho, also jetzt kann ich Lucario erst recht nicht reinholen. Despoda auch nicht reinholen. Ich muss also jetzt hier bleiben beim Kyogre, obwohl der natürlich immer noch Schilde hat und alles abwehrt. Ja, das ist gerade nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Hätte ich lieber mit Lucario angefangen, schon mal die Schilde raus und hätte jetzt ein bisschen mehr Schaden gemacht, aber... Ah. Im Prinzip bin ich gerade im Nachteil, aber es ist noch alles offen. Es kann sich noch alles wenden. Die 3-Sekunden-Regel, die hilft mir ja sowieso immer. Jetzt kommt Lucario rein. Ich glaube, der ist beim ersten Hit dann gleich weg. Schnell, Lucario, los, greif an! Ihr seht, er hat noch kein einziges Mal was machen können. Ich habe immer noch volle Energie, aber habe schon meinen Move voll. Und kann jetzt wenigstens hier mal draufhauen, auch wenn das nicht stark ist. Kann er wieder 3 Sekunden nichts machen. Gut, jetzt kann er was machen, aber egal, er hat nur noch ganz wenig Energie, das heißt, ein Steigerungshieb dürfte vielleicht sogar ausreichen. Er hat einmal hat er seinen Move gemacht, nicht mal den Charge-Move, einfach nur normal. Und ich bin trotzdem fast tot. Trotzdem dürfte sich das noch ausgehen, wie man immer sagt. So, komm, jetzt noch 1, 2, zack, wunderbar. Auch aufs nächste, egal was reinkommt, erstmal Steigerungshieb drauf und gucken, was es ist. Es ist ein Hundemon und das passt perfekt, auch wenn es uns zweimal schlecht in die Karten gespielt hat. Jetzt passt es, nämlich wir sind effektiv gegen Hundemon. Da brauche ich auch gar keinen Steigerungshieb mehr. Lucario hat das Ding gerissen, so sieht das gut aus. Ich werde jetzt wieder warten, gucken, nur Shiny-Check machen. Ist das ein Shiny, ist das kein Shiny? Dann das Pokémon wieder in der Überblendung fangen und muss mir dann immer noch ein Alu suchen. Der andere ist ja weg und Alu ist genau der, der am wenigsten vertreten war. Nidoran! Woo! Beziehungsweise muss ich euch kurz mal auf der Karte zeigen. Ich hoffe, das Nidoran ist dann noch da. Hier sitzt Alo. Das war der, den ich machen wollte, den ich nicht aufgenommen habe. Hier habt ihr sonst nur Cliff, Sierra. Wir sind jetzt hier oben bei Sierra. Hm. Hier ist auch Sierra. Hier ist ein Alo. Freizeitsportanlage. Und hier ist noch ein Alo, Gedenkkreuz. Das ist oben beim Netto.
Boah, ich glaube, wir laufen einfach jetzt hoch Richtung Friedhof beim Netto, gucken mal, ob wir da was finden, das hier noch in der Überblendung fangen und dann melden wir uns gleich nochmal zurück beim Alo. Ich hoffe, diesmal nehme ich es auf. Eben hat es nämlich gerade Spaß gemacht, ja. So, da sind wir zurück beim Alo angekommen. Hier drüben ist eigentlich der Netto, ne? Da habe ich schon mal gearbeitet. Direkt daneben der Friedhof. Da wisst ihr den Zusammenhang, gibt's nicht. Gut. Jetzt stehe ich hier draußen an so einem Stromkasten, da habe ich euch jetzt draufgestellt. Sowieso, wenn man irgendwie eine Ablage braucht oder so, ist zum Glück stehen überall Stromkästen rum. Denn hier ist der Stop. Hier ist auch der Elisabethbrunnen, ja, als Stop. Hier ist dieser Stop. Hier ist, guckt euch unseren Friedhof an, ja. Ein Ding der Unmöglichkeit. Das heißt ja immer, Friedhöfe gehen gar nicht, soll ein heiliger Ort sein, da darf nichts sein. Wir haben die Friedhofskapelle als Arena. Wir haben in der Mitte das Denkmal von Charlotte als Arena, mitten auf dem Friedhof. Wir haben hier hinten das Mahnmal zu Ehren sowjetischer Soldaten. Da haben wir letztens ja auch den Viridium Raid gemacht. Und jetzt ganz neu. Dieser Stop bzw. diese Arena ist letztens erst hinzugekommen, Gedenkstein der Opfer und so weiter. Dazwischen seht ihr hier noch ganz viele andere Stops. Hier habt ihr plötzlich noch Gedenkstein HW Radke, hier habt ihr noch Ruhestätte, Familie Gadow, also im Prinzip fast jeder Grabstein ist da irgendwie ein Pogestop oder irgendwas ähnliches. Und ja, weiß nicht, wie das bei euch ist. Normalerweise heißt das ja, dass das eigentlich ein No-Go ist, dass das gar nicht gemacht werden soll. Aber die Leute haben es eingereicht, es ging durch. Es hat ja alles wohl historische Hintergründe auch, denke ich mir mal. Aber wir werden jetzt hier fix noch den Alo mitnehmen und dann würde ich sagen, war's das. Wir müssen ja kurz hier unser Team wieder auswählen, den Dings reinwerfen und gucken mal, ob es so leicht geht wie vorhin. So, Moment, wir wechseln direkt nämlich wieder auf Lucario. Das habe ich vorhin genauso gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, was vorhin die Taktik war. Ich habe gesagt, eigentlich wäre Kyogre besser gewesen, weil er auch vom Typ Boden ist, dass es dann effektiv trifft. Auf der anderen Seite, ja, Lucario muss ja erstmal die Schilde rausloggen. Kann sogar sein, dass ich vorhin den drin gelassen habe und habe es so probiert, aber ihr seht ja, der macht wenig Schaden. Wir können die Schilde rausloggen. Als letztes, ich kenne die Pokémon nicht mehr, ich habe sie ja eben erst gefangen, aber eben, es ist schon wieder alles weg. Ich muss ja auch noch die Ausbeute zeigen dann. Welche IV die einzelnen Teile haben. So, ihr seht schon wieder Steigerungshieb, der kommt eigentlich kaum dazu, überhaupt irgendwas zu machen. Es ist halt wieder sehr laut, weil es wieder mitten an der Straße ist, aber ich habe es mir nicht ausgesucht, ich habe es hier nicht hingestellt. Der ist gleich weg. Wir haben im Prinzip fast noch volle Energie, könnte man sagen. Einmal so. Deswegen, wie gesagt, ich habe eigentlich immer Regirock genommen zum Schilde rauslocken, aber Lucario müsste eigentlich für alle erschwinglicher sein. Kannst du auch gleich für 50 entwickeln. Puh, da war eine Spinne. Flunkiefer passt auch gut. Ist ja auch vom Typ Stahl mit. Haut also ordentlich rein und haut ihn gleich mit um. Und als letztes, das letzte dürfte auch kein Problem sein, das letzte ist nämlich ein Widerstahl. Ich weiß nicht, was ich vorhin gemacht habe. Ich glaube, vorhin ist mein Lucario beim Skorkler direkt am Anfang gestorben. Und dann habe ich gesagt, jetzt hätte ich Lucario gebraucht mit Kampf, weil die alle Stahltypen sind. Jetzt habe ich es komischerweise bis zum Schluss und kann irgendwie alle drei mit einem einzigen Pokémon besiegen. Das heißt, der Kampf ist noch leichter als der vorhin und das heißt, Alo ist immer noch mein Lieblings Rocket-Vorstand, wenn man den so nennen möchte. Machen kurz den Shiny-Check, schauen mal, ob das passt. Und dann werde ich euch die Ausbeute, weiß ich nicht, da vorne oder so zeigen, irgendwo, wo sich niemand belästigt fühlt. Moment, und es ist nix. Das heißt, wir fangen den jetzt kurz noch in der Überblendung oder so ähnlich und ja, melden uns gleich zurück, wenn wir ein stilles Örtchen gefunden haben.
So, jetzt bin ich ein letztes Mal zurück, weil ich euch noch kurz die Ausbeute zeigen möchte. Ich habe sie selber noch nicht bewertet. Vielleicht ist ja noch ein gutes dabei. Ich habe euch jetzt hier, wir sind jetzt direkt auf dem Netto-Parkplatz. Ich habe euch jetzt hier mal auf den Stein gestellt. Ich musste nämlich da weg, beziehungsweise wollte auch da weg, weil es ist ein öffentlicher Weg, es ist ein normaler Bürgersteig. Du bleibst bei dem Bürgersteig stehen, packst da deine Kamera auf einen Stromkasten und schon kommt jemand aus dem Haus raus und stellt sich da hin und baut sich da auf und spricht einen an. Und ihr wisst, was beim letzten Mal passiert ist. Beim Community Day, einmal in Meiningen, das war richtig bescheuert, wurde es gleich mit Polizei bedroht und allem und hin und her, aber es ist ein Bürgersteig, ja. Wenn ich jetzt da langlaufe und treffe jemanden, den ich kenne und unterhalte mich mit dem, dafür wollen die euch einsperren? Ich unterhalte mich mit euch, okay. Ich verstehe das nicht, dass das Lärmbelästigung ist sozusagen, weil ich ja die ganze Zeit rumschreie, so war es beim letzten Mal. Ich meine, gut, er hat jetzt nichts weiter gesagt, sich da nur hingestellt, irgendwas, und ich bin ja nicht drauf eingegangen. Ich wollte meinen Text weiter predigen, habe dann auch gesagt, dass wir gleich weiterziehen, so unterschwellig. Hat er also hoffentlich so wahrgenommen. Und dann, als ich gegangen bin, ist er wieder rein. Was da jetzt los war, weiß ich nicht. Müssen wir aber jetzt auch nicht gucken. Den ersten Boss, den wir nämlich gemacht haben heute, war dieses Slimer, was wir eben von Cliff bekommen haben. Das können wir jetzt hier bewerten. Slimer mit 15 Angriff. Der Ort steht wieder nicht dabei. Okay, dann musste man ja 6 Rüpel machen. Da habt ihr hier Staralili dabei, ihr habt Quiegel dabei, ihr habt Tuska dabei, ihr habt Hunduster dabei, ihr habt Seemobs dabei und dann müsste eigentlich Dragoso kommen. Nee, müsste nicht, dann müsste Skorkler, genau. Dann kam Skorkler. Das war vom ersten Alo, den ich gemacht habe, gefilmt habe, aber die Aufnahme vom Handy nicht ging. Und deswegen ich jetzt nur, ja, euch das so zeigen kann, denn danach haben wir wieder 6 Stück gemacht und sind weiter Richtung Sierra zum Tennisplatz. Haben hier Zubiris, Horniu, Anton, da freut sich der Thomas, Schellast, Zubat. Dann sind wir, glaube ich, schon am Tennisplatz gewesen. Nee, Tuska kam noch. Dann waren wir beim Tennisplatz, haben Sierra gemacht. Sierra hat uns ihr Nidoran gegeben. Okay. Und dann mussten wir natürlich noch zum zweiten Alo, also zum dritten Rocket Boss, wieder 6 Stück auf dem Weg machen. Haben wir nochmal Seemobs, wir haben nochmal Snubbull, Vulpix, Schellast, Anton, nochmal Schellast und jetzt dieses Skorkler, was auch das letzte ist. Ist leider nichts Besonderes dabei, also wenn irgendwas gewesen wäre, was hier richtig hoch, hier 96er, 98er, die man so nimmt und für irgendwas mal nutzen kann, wäre richtig cool gewesen. Ist jetzt leider nicht so. Ich werde jetzt fix in Netto reinhuschen, werde mir mal Semmel holen, werde dann erstmal Frühstück, Mittag und Abendbrot gleichzeitig machen und würde sagen, was ist euer Team gegen die Rocket-Bosse? Habt ihr 1 gegen alle 3 oder nehmt ihr bei jedem was Verschiedenes? Ich komme mit diesem also gut zurecht, egal ob Giovanni oder die Rocket-Bosse. Das passt bei mir, da muss ich nicht großartig überlegen. Aber nicht jeder hat natürlich diese Pokémon oder auf diesem Level oder sonst was. Deswegen schreibt mal rein, was sind eure Teams gegen die Rocket-Bosse? Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.